Hallihallo, du lieber Zwilling, herzlich willkommen hier jetzt bei deinem März-Reading. Ich sehe jetzt schon, dass es großartig wird. Auf jeden Fall habe ich das jetzt diesmal anders gemacht. Ich habe jetzt hier um eine Schutzkarte gebeten, also das, was du für dich verinnerlichen, begreifen darfst, um dich da jetzt zu begleiten in diesem März. Hier eine Themenkarte, um was es geht und was dir die geistige Welt dann noch dazu sagen möchte. Impulse dazu, hier die Rückblätter jeweils zu den oberen Karten und dann so einen allgemeinen Verlauf für den März. Ja. Also das, was wir jetzt hier sehen, ist, das sind meine Licht- und Schattenkarten. Wir haben hier das Labyrinth tatsächlich auf der Lichtseite schon, wo du im falschen Wissen, das ist auf der Schattenseite, wo du schon ganz viel gemacht hast, um dich aus alten Glaubenssätzen und aus alten Glaubensmustern ein Stück weit zu befreien. Und das, was du da hier erkennen darfst, ist jetzt wirklich dieses, na, die Schutzkarte ist die Musterkunde. Alles entsteht aus sich heraus. Alles schneckt sich, alles hat seine Form und alles schneckt sich aus sich heraus und alles hat seine Größe, hat seinen Platz hier im Universum und alles hat seine göttliche Proportion, so auch du. Das heißt, nichts an dir geht verloren, nichts an dir ist unvollkommen, sondern alles in dir ist eine vollkommene, wunderbare Welt, die aus sich heraus entstehen darf, um sich auf dieser Welt bewusst einzufinden. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Und gib deine Hoffnung nicht auf. Und das Wort Hoffnung ist immer so ein bisschen das Thema. Ja, also die Hoffnung, die Liebe, die Verbindungen. Und Hoffnung in dem Fall ist ein Wort, was uns ein bisschen von uns wegdrängt auch. Ja, Hoffnung ist so ein bisschen in der Zukunft. Wenn du hinspürst, hat Hoffnung mit einer Erwartung in der Zukunft zu tun. Das heißt, ich gehe aus mir heraus. Und das, was dir die Karte jetzt hier sagen möchte, so wie ich das auch immer empfange, ist dieses hol das in dich hinein und spür das mal, was geht da auf, und dann kommst du absolut in dieses tiefe, tiefe Vertrauen in dir an. Das heißt, dein Thema jetzt ist Vertrauen und springe. Sag ja zur Veränderung, sag ja zu dir, sag ja zu diesem Vertrauen tief in dir, dass jetzt alles für dich neu sich entwickeln kann. Wir haben hier die Herrscherin, es wird hier dran gearbeitet, dass jetzt ein Ausgleich für dich geschieht. Ja, das heißt, die Märzenergie ist wirklich ausgerichtet auf dich, auf die Veränderung in dir, dass du wichtig und richtig bist, genauso wie du bist, und dass du deiner Intuition folgen sollst, bevor sie Sinn ergibt. Das heißt, du darfst deinen Impulsen folgen, ohne dass du dir vorab den Kopf zermartest, was das alles heißen kann. Ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Geh da wirklich mehr nach deiner Freude, nach deinem Vertrauen tief in dir und bleib zielgerichtet. She Who Stands ist wirklich so eine Aufforderung. Bleib bitte bei dir. Bleib bei dir, bei deinen Zielen, lass dich nicht vom Außen irgendwie verwirren. Das wären dann hier eben auch wieder das Wissen auf der Schattenseite, weil vielleicht ist es für dich nicht richtig. So wie du lebst, lebst du, und lebst du für dich und du lebst nicht für andere. Du darfst die Verantwortung anderen Personen gegenüber auch ein Stück weit ablegen, dass du dich selbst jetzt erfährst mit deinem tiefen Wissen, mit deiner Inspiration, mit deinen Impulsen, um dich jetzt wirklich, ja, für dich zu offenbaren, ja zu sagen zur Veränderung und dich zu wagen, dein eigenes Leben für dich zu führen. Wunder, wunderschön. Und wir sehen jetzt hier auch im Verlauf, du hast den Schlüssel in der Hand, den Schlüssel zur Stabilität, den Schlüssel, dich da rauszubewegen aus einer Situation, wo du dich immer mal wieder zurückgehalten hast, wo du vielleicht Selbstzweifel gehabt hast, wo du noch nicht wusstest, darf ich jetzt, soll ich jetzt, ja, was mache ich jetzt am besten? Da war dann der Kopf wieder zu viel da. Ja, das heißt, du hast hier einfach den Verstand vielleicht manchmal zu viel auch eingeschalten gehabt. Und jetzt geht es darum, hier zu fliegen, dich aufzumachen und zu trauen, wieder in die tiefen Gefühle einzutauchen, um mit deinem Seelenplan, mit deiner tiefen Seelensehnsucht in Verbindung zu gehen und dich damit auszuruhen, um den Weg aus diesem Labyrinth herauszusehen, was jetzt tatsächlich für dich kommt. Wunder, wunder. Wunderschön. Das heißt, es ist hier wieder eine Transformation, es ist hier wieder ein Sprung mehr zu dir selbst, auf dem Weg zu dir, und erlaube dir jetzt wirklich deine Schritte, deinen Weg und dein Bestreben für dich zu erleben und sag ja zu dir. Also, du lieber Zwilling, ganz, ganz viel Liebe und Freude und Glück zu dir. Bis dann. Baba.